Hallo zusammen, hier ist wieder der Harry. Nun geht es weiter mit Teil 3 der Triebwagenreihe. Und zwar dieses Mal haben wir hier stehen den ET30, den sogenannten Eierkopf, gebaut 1956. Und ab 1968 lief der unter ET430. Den habe ich jetzt auch hier stehen, den 430er. Die Bezeichnung 430 ist heute unter anderem übergegangen an die neue S-Bahn für den Bereich Stuttgart und Rhein-Main. Sprich, der Eierkopf selber ist ja komplett verschrottet worden. Es steht nur noch ein einziger Triebkopf und der steht irgendwo bei den Eisenbahnfreunden in Stuttgart. Gut, dann mal viel Spaß mit dem ET430. So, das war der ET430. Jetzt möchte ich noch mal eins anmerken. Dieses Modell ist von Lima. Ist natürlich jetzt hier komplett digitalisiert. Aber dieses Modell hat bis heute noch kein anderer Hersteller rausgebracht. Warum? Keine Ahnung. Ich sag mal, für die 30 Jahre, was das Ding locker alt ist, eine 1A-Verarbeitung, wunderbar detailliert. Also da gibt es nichts. Da müsste sich ein anderer Hersteller schon ein bisschen anstrengen, um das Ding noch zu toppen. Gut, das war's dann. Dann bis zum nächsten Triebwagen. Ciao, euer Harry.